Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal von Steve und Julian. Ihr wisst ja, ihr seid hier richtig, wenn ihr euch sachlich, kompetent und neutral über Elektromobilität und erneuerbare Energien informieren wollt. Ja, bidirektionales Laden ist ein Stichwort, was immer wieder fällt. Warum kann eigentlich nicht jedes Elektroauto Strom aufnehmen, aber auch Strom wieder abgeben? Und leidet eigentlich der Akku, wenn ich den Akku meines Autos nicht nur zum Fahren benutze, sondern auch um zum Beispiel Solarstrom zu speichern und wieder abzugeben? Das sind Fragen, die nicht wir uns stellen, nicht nur wir uns alleine stellen, sondern die ihr euch auch stellt. Und wir haben uns dazu heute einen Experten eingeladen. Ich sag einfach mal Hallo in die Kamera und Hallo zu Tillmann von Sono Motors. Grüß dich. Hallo Julian, ja, ich freue mich auf deine Fragen. Hallo, ja, ich habe ja schon, im Vorgespräch haben wir ja schon geklärt, da kommt eine ganze Latte an Fragen auf dich zu. Wir wollen versuchen, das alles knackig, aber trotzdem so verständlich wie möglich irgendwie zu klären. Ich freue mich auch sehr, es ist ein sehr spannendes Thema, was mich auch umtreibt. Tillmann, los geht's, wie immer mit einer Vorstellung unserer Gäste. Jetzt bist du dran, wer bist du, wo kommst du her und was treibt dich zu dem Thema bidirektionales Laden? Ja, gerne. Ja, mein Name ist Tillmann. Ich bin Produktmanager bei Sono Motors für das Thema bidirektionales Laden. Bin schon seit 2018 bei Sono Motors, also jetzt knapp 3 Jahre. Und zu Sono Motors hat mich das Thema bidirektionales Laden gebracht. Ich war vorher schon in der Branche unterwegs, immer so an der Schnittstelle zwischen Automobilwirtschaft und Energiewirtschaft und wie man diese jetzt eben zusammenbringen kann beim Wandel von hin zur Elektromobilität. Habe mich damit Second Life Speichern beschäftigt. Mit der Integration von Batteriespeichern in die Energiemärkte. Und das hat mich gereizt, das bei so einem Motors zu machen, nicht mit stehenden Batteriespeichern, sondern eben mit erfahrenen Batteriespeichern. Ich kann mir vorstellen, dass das ein wahnsinnig spannendes und aufregendes Thema ist, mit dem du dich da auseinandersetzt. Bidirektionales Laden ist ja auch ein so ein Special Key Feature vom Sion, auf den ja viele, viele warten. Ich glaube, dass es für dieses Video wichtig sein wird, mal eine Sache zu erklären. Und ich glaube, dass du der Richtige dafür bist. Nämlich versuch uns doch mal, wenn es geht, 30 Sekunden den Unterschied zwischen Wechselstrom AC und Gleichstrom DC zu erläutern. Weil ich kann mir vorstellen, dass das für den Rest dieses Videos ganz wichtig sein wird. Zeit läuft. Wunderbar, das ist eine Herausforderung. Genau, also im Endeffekt ist Gleichstrom, die Energie in der Batterie liegt immer in Gleichstrom vor. Die Welt um uns herum ist aber in Wechselstrom, also funktioniert in Wechselstrom. Der Unterschied ist jetzt physikalisch-mathematisch gesprochen, die Amplitude vom Gleichstrom ist immer gleich, das ist eine durchgehende Spannung. Und beim Wechselstrom ist es eben anders. Da schwankt die Spannung immer so sinusförmig. Das heißt, diesmal positiv, diesmal negativ. Und wie gesagt, die Welt um uns herum funktioniert in Wechselstrom. Ja, also im Haus ist Wechselstrom, aber in der Fahrzeugbatterie ist Gleichstrom. Nicht schlecht. Ich habe jetzt nicht genau mitgesehen, aber definitiv unter 30 Sekunden. Damit bist du einer der wenigen, der diese Challenges geschafft hat. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Jetzt ist es so, wenn ich mich jetzt so umgucke in der Welt der Elektromobilität, dann spricht irgendwie alles im Moment gefühlt von DC. Ja, DC-Laden, DC-Schnellladen, überall lese ich nur DC, 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 Gleichstrom, Gleichstrom, Gleichstrom. Jetzt habe ich gelesen und ihr habt es vielleicht auch in den Veröffentlichungen von Sono Motors gesehen, gelesen oder auch im Video gesehen. Es gibt ja schon Grundkonzepte zum Thema bidirektionales Laden, heißt also nicht nur Strom ins Auto rein, sondern auch wieder ins Haus oder ins Gebäude zurück. Aber ich habe gelesen, ihr geht einen anderen Ansatz. Ihr wählt den Ansatz, das mit Wechselstrom mit AC zu machen. Warum schwimmt ihr dagegen den Strom? Genau, wir machen das mit AC. Und der Grund ist im Endeffekt, dass die Welt um uns herum eben das Energiesystem ist ein Wechselstrom-Energiesystem. Also in unserem Haus, das ist alles Wechselstrom. Unsere Stromleitungen sind Wechselstrom. Also die Welt um uns herum ist eine Wechselstromwelt. Und unser großes Ziel ist, das Fahrzeug eben bestmöglich in diese Energiewelt zu integrieren, damit das Fahrzeug eben mehr machen kann, als nur für Mobilität genutzt zu werden. Und das ist sehr viel einfacher, wenn das Fahrzeug eben auch schon Wechselstrom abgeben kann. Weil dann bin ich direkt kompatibel sozusagen zur Energiewelt um mich herum. Das ist definitiv nachvollziehbar. Jetzt ist es so,
Bei den Dingen, die man gelesen hat zu dem Thema bidirektionales Laden bei euch, ist immer sehr viel von einer speziellen Wallbox die Rede. Ihr habt ja auch kürzlich erst eine Umfrage gemacht. Wie soll die Wallbox aussehen? Was für ein Kabel soll dran sein? Und ihr habt, so habe ich das gelesen, oder ihr seid da dran, vielleicht kannst du das genau sagen, eine spezielle Wallbox zu entwickeln, die dieses bidirektionale Laden eigentlich möglich macht. Welche technischen Hürden musstet ihr da überwinden? Welche Herausforderungen waren zu überwinden, um sowas möglich zu machen? Denn soweit mir bekannt, gibt es im Moment noch keine Wallbox, die bidirektionales Laden unterstützt. Genau, also es gibt auf jeden Fall keine AC-bidirektionale Wallbox. Grundsätzlich muss man sagen, immer wenn ich vom Fahrzeug in ein Haus oder ein Gebäude zurückspeisen will, brauche ich immer eine Art, irgendeine Form von Wallbox. Also ich kann nicht einfach ein Kabel nehmen, das Fahrzeug mit einer Steckdose im Haus verbinden und da zurückspeisen. So, das ist sehr physikalisch möglich, aber das gibt sozusagen die normative Lage nicht her, die Sicherheitsanforderungen. Genau, deswegen brauchen auch wir eine Wallbox. Auch wenn wir sozusagen mit AC aus dem Fahrzeug rausgehen, brauchen wir trotzdem noch eine Wallbox. Und die Herausforderung, die wir da hatten, war, dass es, wie du sagst, das gibt's nicht bisher. Und die Wallbox-Hersteller kennen sich sehr gut aus mit dem Laden von Fahrzeugen, also wie viel Strom in das Fahrzeug. Und sozusagen aber Strom in ein Haus, ja, oder in ein Netz zurückzuspeisen, da gibt es ganz andere Anforderungen, ganz andere Regulierungen sozusagen. Und das war die Schwierigkeit, da wirklich einen Partner zu finden, der Expertise hat in beiden, also sowohl im Laden als auch im Entladen, und der sich eben auch ein Stück weit auskennt, was muss ich denn erfüllen, wenn ich Strom in Haus oder Netz einspeisen will? Und da haben wir mit Kostal Industrieelektrik einen sehr guten Partner gefunden, weil die das eben beides verbinden. Also die stellen Wechselrichter her, ja, die wissen, wie man Strom in Energiesystem einspeist. Die stellen aber auch Wallboxen her. Und da kommt eben das Know-how zusammen. Und deswegen haben wir uns für Kostal an der Stelle entschieden. Genau. Der Begriff Kostal, also wir kriegen jetzt kein Geld dafür, dass wir den Namen nennen. Du hast ihn ja auch als erstes genannt, aber ist ja durchaus ein bekannter Hersteller im Bereich Wechselrichter für Solaranlagen. Und jeder, der eine Solaranlage auf dem Dach hat, der hat irgendwo auch einen Wechselrichter. Meistens im Keller, in der Nähe des Schaltschrankes. Und wer eine Solaranlage mit Speicher hat, der weiß auch, dass man dann einen speziellen Wechselrichter braucht, der halt auch einen Speicher zum Beispiel ansprechen kann. Bei euch kommt jetzt alles irgendwie im Auto zusammen. Jetzt, Tillmann, ist es ja so, es gibt ja Wechselrichter, die man sich so im Elektronikmarkt kaufen kann. Die können aus einer, sagen wir mal, aus einer 12-Volt-Batterie irgendwie eine 230 Volt Wechselspannung machen und damit irgendein Gerät versorgen. Was weiß ich, ein Wasserkocher zum Beispiel. Sowas geht ja beim Sion auch. Aber ihr geht ja einen Schritt weiter, denn ihr wollt ja sozusagen Auto, Wallbox und Hausnetz miteinander verbinden. Das heißt, ihr geht ja direkt ans Wechselstromnetz ran. Ist es dann so, dass letztlich bei euch im Sion auch so ein Wechselrichter im Prinzip zum Einsatz kommt, den man vielleicht auch zu Hause in seiner Wallbox, in seiner Solaranlage zum Einsatz hat? Also dass es im Prinzip ein modifizierter PV-Wechselrichter sein wird? Oder zumindest sowas in der Richtung? Also das geht so grundsätzlich vom physikalischen Prinzip, ist das richtig. Bei der PV-Anlage muss ich den Gleichstrom, den die PV-Anlage macht, im Wechselstrom wechseln. Und wir müssen im Fahrzeug auch den Gleichstrom aus der Batterie im Wechselstrom wechseln. Die Anforderungen im Fahrzeug, im Automobilbereich sind halt deutlich höher. So. Also das sind größere Leistungen, das muss Situationen standhalten, Hitzebeständigkeit. Und man darf nicht vergessen, also den Wechselrichter, den wir im Fahrzeug haben, das ist ein bidirektionaler Wechselrichter. Der kann nicht nur Gleichstrom in Wechselstrom richten, sondern der wechselt auch Wechselstrom in Gleichstrom, nämlich immer dann, wenn ich das Fahrzeug lade. Genau. Okay, das hört sich echt mega spannend an. Die Wallbox alleine reicht aber nicht aus, ne? Also ich habe bei euch gelesen, es muss bei euch auch noch irgendwie so eine Art Energiemanagement ins Haus integriert haben. Wahrscheinlich wie bei einer, auch wieder, ich nehme wieder den Vergleich zur PV-Anlage, da baut man auch meistens, wenn man einen Speicher hat, so einen kleinen Smart Meter, so ein Kontrollgerät ein, um den Energiefluss zwischen, ja, was passiert im Haus, speise ich ins Netz bei Überschuss, hole ich aus dem Netz, wenn ich Bedarf habe, und dann muss das geregelt werden. Was muss denn jetzt neben der Wallbox noch in einem Haushalt eingebaut werden, damit das ganze System dann bei euch zum Laufen kommt?
Genau, du hast das gesagt, wir brauchen verschiedene Komponenten. Das ist ein Stück weit vergleichbar, wie wenn ich einen Heimspeicher ja, in mein Haus integriere. Also wir brauchen das Fahrzeug, wir brauchen die Wallbox. Dann brauchen wir irgendein Managementsystem, was diese ganzen Energieflüsse im Haus steuert. Also gerade wenn wir an das Thema Eigenverbrauchsoptimierung denken, also Vehicle to Home. Da will ich ja dann laden, wenn die Photovoltaikanlage Strom erzeugt, und entladen, sozusagen, wenn ich, wenn zu wenig Strom da ist und ich Strom aus dem Netz beziehe. Das heißt, ich brauche da eine Intelligenz oder ein Steuerungssystem. Und das ist eben dieses Heimenergiemanagementsystem, ja, was die Steuerung übernimmt. Und um sozusagen überhaupt erstmal wissen zu können, ja, ist gerade zu viel Strom da oder ist zu wenig Strom da, braucht man eben, wie du sagst, Smart Meter, also Zähler, die an verschiedenen Punkten installiert sind. Zum einen am Hausanschlusspunkt, damit ich weiß, wie schaut's aus Richtung Netz, beziehe ich gerade oder speise ich was ein. Und diese Smart Meter müssen eben mit dem Heimenergiemanagementsystem kommunizieren können. Im Endeffekt sammeln die die Daten für die Intelligenz, die im Heimenergiemanagementsystem sitzt. Und die steuert dann oder gibt den Befehl an die Wallbox. Ja, du momentan beziehen wir 3 kW vom Netz. Schick du uns auch mal 3 kW aus dem Fahrzeug raus, dann müssen wir den hier aus dem Netz beziehen. Und das passiert eben wirklich kontinuierlich. Also da gibt es ja, kontinuierlich Datenpunkte, die das Heimenergiemanagementsystem an die Wallbox schickt. Und die Wallbox kommuniziert dann mit dem Fahrzeug und der Wechselrichter im Fahrzeug setzt im Endeffekt diese Anforderung um. Wenn ich jetzt mir eine Wallbox übers KfW-Förderprogramm schon jetzt besorgt habe, dann und dann kommt jetzt 2023, 2024 kommt der Sion, ich will das alles nutzen, dann ist aber letztlich die Konsequenz, dass ich dann doch einiges umbauen muss bei mir zu Hause, ne? Die Wallbox kann ich wahrscheinlich so nicht mehr nutzen. Ich muss dieses Energiemanagementsystem einbauen. Wenn ich vielleicht schon eins habe von meiner PV-Anlage, muss ich das vielleicht auch irgendwie austauschen. Wie ist das? Bestehende Wallboxen können also definitiv nicht für euer System genutzt werden. Da muss man ein Stück weit differenzieren, sozusagen, was man machen will, wenn man das Fahrzeug jetzt nur laden will. Ja, es gibt ja Leute, die ein bidirektionales Laden, das Rückspeisen im Haus nicht interessant ist. Die können weiterhin ihre normale Wallbox nehmen, die sie jetzt auch schon haben, und können damit ganz normal dann den Sion laden. Wichtig ist, wenn es ans Rückspeisen geht, dann brauche ich eben diese spezielle Wallbox, und die ist notwendig, einfach weil in dieser Wallbox noch ein, zwei, drei andere Teile drinnen sind und ein, zwei, drei andere Protokolle umgesetzt sind, die ich aus technischer Sicht brauche, die ich aber auch brauche, damit der Verteilnetzbetreiber das genehmigt, dass ich diese Funktion nutzen kann. Genau, das Heimenergiemanagement zu installieren, das ist, ja, das erfordert keinen großen, ja, Aufwand oder Installationsaufwand. Das sind im Endeffekt kleine Zähler, die in den Zählerschrank kommen. Genau, manchmal ist diese Intelligenz schon in den Zähler integriert. Oder das ist noch ein anderes Kästchen, was ich irgendwo ja, in meinem Haus neben den Router hänge. Genau, also da sind die Aufwände jetzt nicht so hoch, wenn wir Richtung Heimenergiemanagementsystem schauen. Was wichtig ist, die Frage kommt auch öfter, ich die Wallbox braucht, um mit dem Heimenergiemanagement kommunizieren zu können. Die müssen ja kommunizieren. Irgendeine Form von Datenverbindung. Das heißt, ich muss die Wallbox irgendwie ins WLAN einbinden können. Oder ich brauche eben eine kabelgebundene Verbindung. Das heißt, eine LAN-Verbindung, damit das Heimenergiemanagement-System auch wirklich der Wallbox sagen kann, was es denn machen soll. Wir haben so ein paar Zuschriften bekommen von Interessierten, die gesagt haben, ist cool, dann werde ich dann demnächst zum nächstgelegenen Discounter fahren, lade mir den Sion mit 50 Kilowattstunden voll, fahre nach Hause und speise die 50 Kilowattstunden rückwärts in mein Netz. Und da ich schon eine PV-Anlage habe, kann ich dann dafür Einspeisevergütung bekommen. Ich denke nicht, dass das möglich sein wird, oder? Der Sion wird wahrscheinlich nur in dem System den tatsächlichen Verbrauch abdecken, der im Haus ist, oder kann ich darüber hinaus auch noch sozusagen mir so eine Art Einspeisevergütung holen,
und dann vielleicht einen finanziellen Vorteil generieren, indem ich mir irgendwo mal einen kostenlosen Strom suche und den dann ins Netz einspeise? Genau, also da muss man, genau, weil es mehrere Themen drinnen, vielleicht, genau, also grundsätzlich, welchen Anwendungsfall wir jetzt fokussieren, ist Vehicle to Home, also für den Eigenverbrauch, ich speichere es aus dem Fahrzeug für den Eigenverbrauch ins Haus ein. Ja, also immer nur so viel, wie das Haus gerade braucht. Genau, weil einfach so in das öffentliche Netz einspeisen, geht nicht. Also ist regulatorisch jetzt nicht verboten, aber ich brauche halt irgendjemanden, der den Strom abnimmt. Mhm. Jetzt gibt es diesen Sonderfall, wenn ich eine Photovoltaikanlage habe, dann kann ich auch in das öffentliche Netz einspeisen und bekomme da oft noch eine Vergütung dafür. Da habe ich auch einen Vertragspartner auf der Netzseite, das ist der Netzbetreiber, der mir den Strom abnimmt und vergütet. Der macht das aber nur, also der stellt technisch relativ hohe Hürden. Also es gibt da immer ein Zählerkonzept, also eben nachweisen muss, dass ich nur wirklich Strom aus meiner Photovoltaikanlage ins Netz einspeisen kann. Also den Anwendungsfall, den du jetzt skizzierst, den gibt es jetzt auch schon mit Heimspeichern, zum Beispiel von Sonnen. Das sind Leute, die haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, die bekommen auch eine Einspeisevergütung dafür und die haben einen Heimspeicher und der wird genutzt zur Versorgung des Eigenheims auf der einen Seite, zum anderen wird er aber auch genutzt, um Systemdienstleistungen zu bringen, das heißt, das Stromnetz zu stabilisieren und der speist auch Strom ins Netz ein. Genau, und da ist genau die gleiche Herausforderung. Wie kann ich denn trennen, welcher Strom kommt aus der Photovoltaikanlage und welcher Anteil vom Strom kommt aus dem Batteriespeicher, damit mir da eben nicht zu viel vergütet wird. Und da gibt es eben eine Vorgabe vom Netzbetreiber, wie das zählermäßig umgesetzt werden muss, damit wirklich eindeutig trennbar ist, welcher Anteil kommt von der PV-Anlage und welcher kommt von einem Speicher oder in unserem Fall eben aus dem Fahrzeug. Okay, prima. Ich habe es eingangs schon erwähnt, wenn wir über bidirektionales Laden sprechen, auf der einen Seite ist die Idee faszinierend und sicherlich auch absolut sinnvoll, so ein Elektroauto mit einem großen Batteriespeicher, was ja doch etliche Stunden zu Hause steht und beim Sion vielleicht in der Zeit sogar Energie sammelt, zu nutzen als Speichersystem, damit es also praktisch nicht sinnlos zu Hause rumsteht. Auf der anderen Seite kommt immer wieder auch so ein bisschen die Befürchtung auf, ja, gerade durch diese vielen kleinen Zyklen, die ich dann habe, leidet der Akku darunter. Wie ist eure bisherige Einschätzung? Ich weiß, ihr habt ja jetzt den Akku ausgetauscht, ihr habt jetzt einen anderen Akku mit einer anderen Zellchemie, aber kannst du grundsätzlich vielleicht mal sagen, ob bidirektionales Laden generell dem Akku schadet? Genau, also generell ist immer schwierig, weil es immer sehr, sehr viele verschiedene Anwendungsfälle gibt, die ich da mache. Also wenn ich das Fahrzeug jetzt wirklich nicht mehr zum Fahren benutze, sondern wirklich von früh bis spät ans Netz hänge und immer komplett volllade und wieder entlade, über Jahre hinweg, dann hat das natürlich einen Effekt auf die Batterie, ne? Weil da fließt Energie durch die Batterie, das heißt, da werden Zyklen generiert. Auf der anderen Seite gibt es ja diese kalendarische Alterung, die gibt es halt immer. Grundsätzlich muss ich sagen, wir haben eine Batterie, die sehr, sehr zyklenfest ist. Also wir haben so 3000 Zyklen, kann unsere Batterie leisten und danach ist die Batterie ja auch nicht kaputt, sondern dann ist die Kapazität eben ein Stück weit eingeschränkt. Genau, und dann kommt es aber nach wie vor immer darauf an, was ich damit mache. Grundsätzlich, wenn ich da jetzt am Tag für meinen Eigenverbrauch irgendwie 3-4 Kilowattstunden aus der Fahrzeugbatterie ins Haus verlagere, dann sind das jetzt keine besonders großen Energieströme, die da fließen. Und was man auch bedenken muss, es sind halt keine besonders großen Leistungen, die da abgerufen werden. Also wenn wir jetzt die Batterie wird ja in erster Linie dazu verwendet, das Fahrzeug zu beschleunigen, sozusagen, und die Leistungen, die da abgerufen werden, die sind ja sehr, sehr viel größer. Das sind ja über 100 kW. Gleichzeitig, wenn ich jetzt ins Haus einspeise, dann sind das in der Regel Leistungen von, sehr gering. Gerade wenn ich nachts einspeise oder abends, dann sind das wenige Kilowatt. Also, weiß nicht, von 3 bis 7 oder vielleicht auch mal 10 Kilowatt. Aber wirklich ein Bruchteil. Das Fazit ist so ein Stück weit, es gibt immer ein Stück weit Einfluss auf die Batterie. Das sollte man jetzt auch nicht irgendwie
verleugnen. Gleichzeitig ist der Anteil, wir erwarten, dass der Anteil ja, sehr, sehr gering ist und nicht problematisch für diese Anwendungsfälle. Okay. Letzte Frage von mir. Du hast es angesprochen, die ganze Sache mit dem bidirektionalen Laden in Deutschland ist ja auch immer noch so eine Geschichte. Da gibt es so regulatorische Probleme oder noch ein paar Ungeklärtheiten, was steuerliche Dinge angeht oder sonstige Dinge. Wie ist das jetzt im Moment mit eurem bezogen auf euer System? Könnte es sozusagen, wenn das technisch alles vorhanden wäre, ihr heute den Sion ausliefern könntet, die Wallbox, das Energiemanagementsystem, alles bei mir zu Hause auf den Parkplatz stellt und sagt, hier ist es, kannst du benutzen, darf ich es einbauen, darf ich sofort benutzen, natürlich mit allem, was eventuell noch irgendwo angemeldet werden muss, oder gibt es im Moment noch irgendwelche Dinge, Hürden, die noch nicht überwunden sind? Genau, also zum einen muss man verstehen, dass der Regulierungsrahmen für die Energiewirtschaft eben sehr, sehr groß ist. Da gibt es zahlreiche Gesetze, Verordnungen, Anwendungsregeln, und dass diese ja, dass das Thema Energienetze und Energiewirtschaft ja eines der stärksten regulierten Gebiete ist, einfach weil die Stromnetze auch eine kritische Infrastruktur sind. Die Regulatorik, sozusagen die Gesetze, die jetzt gelten, die bilden immer den Status quo ab, also den Status quo, was jetzt existiert. Und da existieren bidirektionale Fahrzeuge, existieren ja in der Welt, ja, nur nicht so richtig und dementsprechend auch nicht in der. Was heißt das? Das heißt, ja, dadurch, dass das Thema nicht auftaucht in der Regulierung, sind da eben Lücken. Und dann muss man eben schauen, dass die bisherigen allgemein gehaltenen Gesetze und Anforderungen, die müssen auch vom Fahrzeug und der Wallbox erfüllt werden. Da gibt es momentan ein, zwei Lücken. Und das sorgt halt für Unsicherheit, zum Beispiel beim Netzbetreiber. Also ganz grob kann man vielleicht sagen, für zwei Arten von Regulierung. Die eine, die mehr so in die technische Richtung abzielt. Das heißt, da geht es um sicherheitsrelevante Themen, dass ich, wenn ich zurückspeise, ja, keine Personen oder Sachen verletze. Aber auch, dass ich jetzt eben kein Blackout verursache, wenn ich da ungesteuert ins Netz einspeise. Und das andere sind die wirtschaftlichen Themen. Da geht es eben darum, um diese ganzen Steuern und Abgaben, die immer oder die oft anfallen, wenn Strom irgendwo fließt. So, und genau, bei diesem ersten Bereich, bei den technischen, um ein Beispiel zu geben, was jetzt noch nicht da ist, wenn ich diese bidirektionale Wallbox bei mir zu Hause installiere, dann muss das ein Elektriker machen und der Elektriker muss das sich vom Verteilnetzbetreiber entsprechend einen Antrag stellen und der genehmigt das. Das muss ich nicht nur für Wallbox machen, das muss ich auch heute schon für Heimspeicher machen und für PV-Anlagen. Und der Netzbetreiber hat ein Dokument, da steht ganz genau drin, was er zu tun hat, wie er zu prüfen hat, ob das Genehmigungsweg ist oder nicht. Und da steht eben aufgeschrieben, was muss er tun bei PV-Speichern und bei Heimspeichern. Und für bidirektionale Fahrzeuge, da steht halt nichts. So, und dann gibt es verschiedene Arten von Netzbetreibern. Manche sagen, na gut, das wird ja angewendet wie ein Heimspeicher. Das ist wahrscheinlich ein Heimspeicher, ich prüfe das wie ein Heimspeicher. Und andere sagen halt, steht da nicht drinnen, da kann ich jetzt gar nichts machen, da weiß ich gar nichts machen. Das ist ein Riesenproblem. So, und das sind halt diese Arten von, ja, von regulatorischen Hindernissen, die momentan noch existieren. Ja. Genau, vielleicht ein Satz noch dazu. Gleichzeitig ist es so, dass sie arbeiten ja nicht nur wir an dem Thema bidirektionalen Laden. Im Endeffekt arbeiten alle Automobilhersteller an dem Thema. Also wirklich alle arbeiten daran. Es gibt eine Vielzahl von Pilotprojekten in Deutschland, in Europa, wo auch Netzbetreiber teilnehmen, wo die Energieversorger teilnehmen und wo genau eben dieser regulatorische Rahmen erarbeitet wird, ja, um sicherzustellen, dass das eben ja auch relativ einfach integriert werden kann. Und man muss auch sagen, gerade in der Energiewirtschaft ist es immer so, dass die Regulatorik ein Stück weit der Technik hinterherhängt. Also das war so bei PV-Anlagen, das war so bei Heimspeichern, das war bei kleinen Balkonkraftwerken. Die Technik ist immer schneller und dann muss die Regulatorik nachgezogen werden. Und das, ja, dauert leider immer ein bisschen länger, als man sich das wünscht. Gleichzeitig sehe ich da
habe ich ja keine Bauchschmerzen bei dem Thema, einfach weil alle daran arbeiten und weil das ein Stück weit ein normaler Vorgang ist, dass die Regulatorik ein Stück weit hinterherhängt. Okay, dann bin ich eigentlich ganz erstaunt, wenn ich das höre, dass ich in den, ich habe mal bei uns beim Verteilnetzbetreiber hier in Brandenburg, der EDIS, nachgefragt und die haben tatsächlich auf ihren Dokumenten das Thema Einspeisung vom Fahrzeug tatsächlich schon drauf. Fand ich wirklich interessant, das haben sie sogar schon eine ganze Weile drauf, weil wohl ein anderer japanischer Hersteller da auch schon mal aktiv war und seitdem haben die das zumindest schon mal drauf. Tim, wenn ich das jetzt so mal versuche zusammenzufassen, was wir jetzt besprochen haben, dann stellt sich das für mich dar, so wie ich es vermutet hatte oder mir gedacht habe, der Sion ist eigentlich im Prinzip ein Heimspeicher auf Rädern. Kann man das so sagen? Er nimmt meinen Strom auf, beziehungsweise bringt seinen Strom mit, den er unterwegs vielleicht gesammelt hat und kann ihn dann zeitversetzt abends bei mir zu Hause für den Bedarf, den ich habe, wieder zur Verfügung stellen. Ist das so kurz zusammengefasst korrekt? Genau, das ist sozusagen der primäre Anwendungsfall, an dem wir jetzt arbeiten. So, das ist, wir nennen das Vehicle to Home, also dass ich wirklich nur das zurückspeise, was ich für mein Haus brauche. So perspektivisch jetzt ein paar Jahre in die Zukunft gedacht, gibt es schon die Möglichkeit oder macht es Sinn, sozusagen über dieses lokale Energiesystem rauszugehen und Strom ins öffentliche Stromnetz einzuspeisen. Genau, also das sind die zwei Anwendungsfälle, Vehicle to Home jetzt und Vehicle to Grid als eine Stufe später. Okay, also du meinst damit wahrscheinlich diese netzdienlichen Anwendungen, Regelenergie, was auch immer in der Richtung dann kommen könnte. Okay, prima. Letzte Frage von mir. Ich weiß es von meinem Heimspeicher. Der hat jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, maximal 3 kW abzugeben ins Heimnetz. Also das heißt, der Ofen ist an und der Wasserkocher ist an und dann war es schon. Alles, was drüber hinausgekommen aus dem Netz. Was wird denn der Sion mit eurer Technik für eine Leistung zur Verfügung stellen können? Kannst du das schon sagen? Genau, also wir legen die Systeme aus auf 11 kW Rückspeiseleistung. Genau, und sozusagen, das ist sozusagen das, worauf wir technisch abzielen. Es gibt jetzt wie immer momentan noch ein regulatorisches Thema, wo vielleicht die Frage ist, ob es Sinn macht, das vielleicht auf 10 kW zu begrenzen. Nicht aus technischer Sicht, sondern einfach rein aus regulatorischer Sicht. Da geht es um Befreiung von der EEG-Umlage. Das sind halt solche Themen, die man auch beachten muss. Aber wir zielen auf die 11 kW, gehen davon aus, dass die Regulatorik da auch angepasst wird. Genau, und wir hoffen, dass wir noch wirklich die volle Leistung und das volle Potenzial auch wirklich von dem Fahrzeug ausschöpfen können. Tillmann, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Video, das wir hier aufzeichnen konnten. Danke an euer Team, die das möglich gemacht haben, auch an Julia im Hintergrund, die jetzt nicht zu sehen ist, aber ich sehe sie jetzt und sie lächelt und ich lächle mal zurück für euch, die ihr das Video anguckt. Ich fand es unheimlich spannend. Ich hätte bestimmt noch 10.000 weitere Fragen, aber die Zeit ist eh schon viel zu lang geworden. Von daher von mir aus zu euch. Ich denke mal an, ihr sitzt beide in München. Ja, sie nicken beide. Also aus Kleinmachnow und Berlin einen herzlichen Gruß nach München in die Hauptstadt der Herzen. Ich bedanke mich für euch, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt, hier zuzugucken. Ich sage nochmal in die Kamera, danke an Tillmann, danke an Julia. Ich wünsche euch alles Gute. Wir drücken die Daumen, dass es mit euch und mit dem Sion dann auch klappt im nächsten und übernächsten Jahr. Und bin sehr gespannt auf alles, was da technisch noch kommt. In dem Sinne sage ich erstmal Tschüss an euch, Tschüss an Tillmann, Tschüss an Julia, auch Tschüss an Steve, der auch noch dabei ist, den ihr aber auch nicht sehen könnt, weil er ist nur der Technikman und ich hoffe, ihr habt alle noch einen super Tag heute.